Hallo, ihr Lieben, heute eine Schüttelkarte, wieder schön schnell und einfach, aber heute mal anders als sonst, denn wir benutzen der, die das Fuse-Tool, also diesen heißen Kolben mit dem Rädchen dran. Wollte ich schon immer mal ausprobieren, denn ist richtig schön einfach und geht richtig schön schnell und ihr wisst ja, das ist genau meins. Und ich habe schon mal vorbereitet, Kartenrolling, ihr findet wie immer Maße in der Infobox und ein Designerpapier. Guck mal, das ist richtig, richtig schick. So graublau kariert, also schlicht gehalten. Ich hatte erst überlegt, Blümchen zu nehmen, aber ich dachte mir vielleicht etwas schlichter das Ganze zu halten und dann kann man ja mal noch Blümchen in den Vordergrund packen. Das habe ich schon mal ausgestanzt und zwar aus den Krealis-Stanzen mit den Punkten, denn unser Rädchen macht ja auch Punkte und ich dachte mir auch, das könnte ja eigentlich ganz schick aussehen, wenn man das dann quasi doppelt hat. Und ich nehme mir jetzt dieses Teilchen hier und brauche jetzt dafür eine Klarsichtfolie. Und da lege ich mir das jetzt einmal rein. So. Und werde jetzt erstmal an drei Seiten das Ganze verschließen. Oben lassen wir ja offen, da müssen wir dann unsere ganzen Streusachen reinpacken. Also ihr könnt ja da wirklich alles Mögliche dann reinstecken, von Pailletten bis über Rocaille-Perlen und was es da nicht noch alles gibt, Glitzer und andere Sachen. Und ich lasse hier oben jetzt einfach mal offen und dann nehme ich mir das Lineal, was dabei ist, und lege mir das jetzt hier an. So, ich hoffe, das passt. Und jetzt nehme ich mir den Kolben. Den habe ich jetzt, ich glaube, 20, 25 Minuten habe ich den jetzt heiß werden lassen und gehe jetzt hier an der Seite entlang, nicht zu schnell, denn sonst verschließt sich das nicht richtig. Ich musste leider noch mal ansetzen, denn ich war viel zu nah am Papier und das reißt einen dann quasi Löcher rein. Da ist dann nämlich ja die Folie viel zu dünn und ja, Löcher brauchen wir nicht, sonst hauen uns ja unsere Pailletten ab. Und diesmal habe ich es auch ganz nach unten geschoben, nehme quasi die schon gestanzte Kante hier unten einfach mit. Und ich hoffe, die halten jetzt soweit. Also guckt, dass ihr nicht zu nah am Papier dran seid. Und jetzt werde ich hier einfach mit der Schere entlang gehen und dann können wir das Ganze eigentlich auch schon befüllen. So, und jetzt kann ich mir allmögliche Streudeko nehmen. Ich habe hier mal rausgesucht dieses schöne Set und zwar nennt sich das Gin und Tonic. Und dann habe ich hier noch zwei Sizzix-Rollen. Da fand ich die weißen Pailletten sehr schön. Vielleicht die silbernen Rocaille-Perlen noch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich hier noch Glitzer. Aber Glitzer klebt ja meistens an so glatten Oberflächen. Das wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber das fand ich irgendwie sehr passend zu diesem Blau-Grauton. Und da schmeiße ich jetzt einfach mal eine Handvoll quasi rein. Und dann gucken wir mal, was da noch so reingeht. So, das dürfte reichen. Ich hatte sogar schon zu viel drin und habe wieder ein bisschen was rausgemacht. Und jetzt verschließe ich hier oben noch die Öffnung und dann kann das auch schon auf unser Kärtchen drauf. Ich habe oben schnell auch noch das Stückchen abgeschnitten. Ich hoffe, es hält jetzt alles soweit und uns rutscht hier nichts raus. Aber es sieht gut aus. Schon ist unser Schüttelfensterchen fertig. Ich finde das echt klasse. Und es ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, mal wieder Designerpapier zu verwenden. Das können wir jetzt schon mal auf unseren Kartenrolling kleben. Das setze ich sogar ein Stückchen höher. Ah, dann nehme ich mir meine 3D-Punkte.
Und haben sich ein paar hinten verirrt. Sieht aber keiner mehr, wenn wir es dann aufkleben. Da ist ja jetzt genug los. Das heißt, die Deko wird schlicht werden. Ich habe schon mal ausgestanzt ein Blättlein, zwei kleinen Ästlein mit Blättern in Weiß. Selbstverständlich, soll ja schlicht sein. Und dann habe ich mir auch noch Vögelchen rausgesucht. Da war ich mir auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich da noch einen mit anbringe. Mal gucken. Ich glaube, das Blatt wird es erstmal. Könnte man eigentlich auch höher setzen. Ja, machen wir. Also kommen da auch noch 3D-Punkte drauf. Da nehme ich meine 1 mm, die reichen. Oh, kriegt quasi jedes Blatt so einen kleinen Punkt hier drauf. Für den Spruch habe ich mir jetzt überlegt, nicht nur einen zu nehmen, sondern zwei oder drei. Hier ist ja genügend Platz. Und ich nehme wieder die positive Label-Liebe, alles Liebe. Versuchen wir heute mal wieder per Hand zu stempeln. Und ich würde gern ein Dunkelblau nehmen. Ich nehme mal das von Stamp Market, das Navy. Grau wäre mir noch lieber, aber ihr wisst ja, Grau hat sie immer noch nicht. Ich muss aber eh bestellen. Dann wird das da endlich mal mitbestellt. Und ich dachte mir, ich nehme von Herzen alles Liebe für dich. Das ist doch ganz hübsch. Also die drei Sachen werden es und die stempel ich mir auf Weiß. Sehr schön. Und das schneide ich jetzt einfach gerade aus. So, ich habe es gleich mal ein bisschen angeordnet, bevor ich wieder nicht weiß, wo es hin soll. Und ich klebe das jetzt einfach so auf, nehme ich jetzt keine 3D-Punkte für. Einfach hier mitten rein. So. Kommt einer da, einer da, einer ganz unten hin. Quasi ein bisschen querbeet auch. Und dann wollte ich ja eventuell noch das Vögelchen mit aufkleben. Werde ich nicht machen, passt hier irgendwie nicht rein. Aber ich würde gern irgendwie noch was anbringen. Deswegen habe ich überlegt, vielleicht noch Blumen anzubringen. Ich habe doch meine Handstanze mit diesen Mini-Blümchen. Und da könnte man ja eigentlich auch noch ein paar weiße Blumen setzen. Einfach, um noch so ein bisschen mehr das aufzulockern. Es ist ja wirklich viel Paillette, viel Glitzer, viel Funkel. Und wenn ich da noch ein bisschen mehr Weiß reinmache, kann eigentlich nicht schaden. Diese hier meine ich, die kennt ihr ja schon. Und da nehme ich mir jetzt noch ein Stückchen Weiß und werde dann einfach mal ein paar ausstanzen. Und dann gucken wir mal, wo denn noch sowas hinpasst. Ich denke mal, das reicht und bei dem werde ich auch öfter mal gefragt, was das ist. Das ist eigentlich aus dem Nagelbedarf. Das ist ein Dotting-Tool, heißt das, glaube ich. Hat vorne und hinten eine Kugel. Die eine ist ein Stückchen größer als die andere. Bei solchen Arbeiten aber egal, denn ich brauche es ja wirklich nur, um kleine Sachen aufzuheben, wie diese Blümchen. Und da hält aber auch nichts dran. Ihr seht vielleicht, ich gehe vorher in den Kleber rein und nehme mir dann das Blümchen, weil so geht nicht. Da hält nichts dran. Wie gesagt, ist nur Metall. Die Blumen brauchen aber noch ein Inneres. Und ich will eigentlich nicht nochmal irgendwie mit Glitzer oder irgendwas rangehen, weil der Hintergrund ist wirklich genug. Deswegen nehme ich wahrscheinlich nur meinen weißen Nouveau, damit die Blumen halt wirklich einfach nur ein Inneres haben. Also da jetzt noch mit Glitzer rangehen oder mit Schimmer, nee, das lasse ich mal lieber sein. Deswegen einfach nur ein weißes Nouveau in die schon weißen Blümchen. Ihr Lieben, wir haben fertig. Schaut mal, ist das nicht schön? Und das ist wirklich eine richtig schön schnelle Schüttelkarte. Und wie gesagt, es gibt mal wieder einen Anlass, Designerpapier zu benutzen. Stellt euch jetzt das mal vor, ihr habt Blümchen auf dem Papier. Das würde auch
richtig, richtig schick aussehen. Ich hatte, wie gesagt, anderes Designerpapier noch im Blick mit gelben Blümchen auch von den Mädels. Hätte bestimmt auch super schick ausgesehen. Aber dieses Blau-Grau hat es mir heute so ein bisschen angetan. Und die Pailletten, finde ich, passen auch super dazu. Funkeln noch so ein bisschen Rosé, aber Blau und Rosa passt ja immer zusammen. Ich finde die wirklich toll. Versucht die mal nachzumachen, wenn ihr so eine Fuse-Tulle zu Hause habt oder ihr wolltet euch vielleicht schon längst mal eine zulegen und brauchtet nur mal so einen Anschubser. Da habt ihr einen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!